Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu ZIP 2. Zum dritten Mal vor der Nationalratswahl haben heute Abend die TV-Konfrontationen im ORF stattgefunden. Es ist Wahlkampf. Es diskutierten heute Abend Karl Nehammer von der ÖVP mit Andreas Babler von der SPÖ und Grünen-Chef Werner Kogler mit NEOS-Vorsitzender Beate Meindl-Reisinger. Und das unter anderem auch sehr heftig. Dazu gleich eine Analyse von Politologe Peter Filzmeier. Sinkflug. Nach der Zinswende im Juni legt die EZB heute noch einmal nach und senkt erneut die Zinssätze. Land unter, wieso die indonesische Stadt Jakarta von Wassermassen bedroht ist. Es war heute der dritte Abend, der ganz im Zeichen der Nationalratswahl gestanden ist. Diskutiert haben heute unter anderem Grünen-Chef Werner Kogler gegen NEOS-Vorsitzende Beate Meindl-Reisinger. Aber begonnen hat der Abend mit zwei der drei Parteien, die bei der kommenden Wahl den Kanzleranspruch stellen, mit ÖVP und SPÖ. Eine Konfrontation mit Karl Nehammer und Andreas Babler, die mit gegenseitigen Vorwürfen nicht gespart haben. Da ging es etwa um die Vermögensteuer, die beiden wichtig ist. Der ÖVP, weil sie diese nicht haben will. Die SPÖ will diese aber sehr wohl. Und sehr schnell war man da auch beim Thema Teuerung, wo Nehammer die Reaktion der SPÖ in Wien kritisiert hat, während Babler mit der österreichweiten Inflationshöhe gekontert hat. Dass ausgerechnet Sie als Sozialdemokrat sich jetzt hier herstellen, ja, die in Wien seit 100 Jahren regieren, die höchsten Gebührenerhöhungen in der Zeit der Inflation, die höchsten Energiekosten in der Zeit der Inflation, bei de facto voll verstaatlichten Betrieben, also alles im Eigentum der Stadt Wien, sich herstellen und sozialdemokratisch geführt und sagen, Sie sind die Stimme für die Armen, dann mag das politische Propaganda sein. Ich finde es unglaublich abgehoben, Sie heute hierher zu stellen und einfach zu sagen, wir haben Maßnahmen gesetzt. Das zeigt die Abgehobenheit auch der ÖVP, die Entfremdung der Lebensrealitäten. Ja, und das erzählen Sie jetzt an den Menschen, die uns jetzt zusagen, ob sie glauben, dass sie gut durch die Krise kommen sind, mit der höchsten Inflation, 27 Monate lang in der Eurozone, mit 17 Monaten durchgängig steigender Arbeitslosigkeit, mit den schlechtesten Wirtschaftsdaten, mit den schlechtesten Wirtschaftsprognosen. Sagt Andreas Babler, und im Studio begrüße ich jetzt den Politologen Peter Filzmeier. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Professor Filzmeier, beginnen wir da mit dem Grundsätzlichen. Kann eine Konfrontation wie diese, die wir da gerade gesehen haben, zwischen zwei der drei größten Parteien, die es da derzeit in Österreich gibt, das Wahlverhalten noch ändern? Weniger als man glaubt, und das, obwohl wir, anders als im jetzt gehörten Originalton, wo es noch relativ sanft zuging, ein bisschen heute Simmering gegen Kapfenberg erlebt haben. Das ist ja als Analogie zum Fußball nach dem österreichischen Kabarettisten Qualtinger Brutalität. Und es wurde sehr heftig, aber da die jeweils eigenen Anhänger, den eigenen Kandidaten und Favoriten auch gut finden, ist die Frage, wer war besser, ein Schönheitswettbewerb. Man sieht das subjektiv als Anhänger des einen oder anderen Lagers. Und es ändert sich ja nichts am Wahlverhalten, weil diese Gruppe hat die SPÖ bzw. hat die ÖVP sowieso schon sicher hinter sich. Man müsste eigentlich fragen, ja, wer war denn besser und wählen Sie deshalb dessen Partei, obwohl Sie ansonsten eine andere Partei gewählt hätten oder sicher Nichtwähler gewesen wären und das nicht heute Abend unbedingt nur oder nur per Briefwahl, sondern in 17 Tagen am Wahlsonntag. Das ist sprachlich sehr kompliziert und man kann das Wahlverhalten da kaum beeinflussen. Und außerdem sind die Wählerwanderungen zwischen ÖVP und SPÖ mittlerweile im Bereich von bei der letzten Wahl 50.000 Stimmen. Hingegen um 200.000 Stimmen geht es, die SPÖ an die Grünen verloren hat und die ÖVP befürchtet, an die Freiheitlichen zu verlieren. Diese Duelle sind aber heute Abend nicht auf dem Programm gestanden. Wenn wir wieder auf die Teuerung zurückkommen, das ist im Verlauf dieser Konfrontation immer wieder Thema gewesen, egal worüber da gesprochen wurde. Man hat immer wieder die Kurve zum Thema Teuerung gefunden. Das haben wir jetzt auch gerade in diesem kurzen Ausschnitt gehört. Und das haben auch beide genutzt, um jeweils den anderen zu kritisieren. Kommen Sie mit diesem Thema Teuerung bei den eigenen Wählerinnen und Wählern an? Es ist objektiv das Top-Thema, das zeigen Studien, nicht nur Schnellschussumfragen, dass es das ist, was die Menschen am meisten beschäftigt. Deshalb auch die wechselweisen Vorwürfe von Babler an die ÖVP, sie wäre im Bund schuld, dass zu wenig gegen Teuerung gemacht wurde. Von Kanzler Nehammer an Andreas Babler in Wien würde doch die SPÖ reagieren und da wäre es überhaupt am schlimmsten. Und wenn man versucht, die Polemik ein bisschen herauszunehmen und übrigens auch die zahlreichen Unterbrechungen, insbesondere des Bundeskanzlers, der hier
wenig staatsmännisch agiert hat, dann ist die Grundfrage, die ÖVP trommelt Leistungsgerechtigkeit, also der alte Slogan, Leistung muss sich lohnen. Man darf nicht demotivierend sein durch zu hohe Steuern für Leistende und umgekehrt. Die SPÖ spricht für Verteilungsgerechtigkeit, die Kluft zwischen Reich und Arm wäre viel zu groß. Da hat man gar nicht die Möglichkeit, genug zu leisten. Beispiel war eine Kindergartenpädagogin mit niedrigem Einkommen. Ein bisschen untergeht der Begriff Chancengerechtigkeit, denn es geht ja auch darum, wie habe ich die Chance, etwas zu leisten aufgrund meiner Bildung. Und zum Beispiel Bildungschancen sind in Österreich ungleich verteilt. Was beide jedenfalls ins Zentrum gestellt haben, war, dass beide die echten Sorgen der Menschen kennen und sich um diese auch kümmern wollen. Das war beiden sehr wichtig, das zu betonen. Und dabei gehe es um ein leistbares Leben, wie Babler sagt, aber auch um ein selbstbestimmtes Leben, einen starken Wirtschaftsstandort. Das hat Nehammer immer wieder ins Treffen geführt. Und dann ist eine recht harte Konfrontation darüber entstanden, wer dann die Menschen jetzt besser versteht. Entschuldigung, Sie sind der Totengräber der politischen Mitte in diesem Land. Das ist ein Land. Schönes Wort von Sie sind Ihrer Totengräber der politischen Mitte in diesem Land. Sie können noch mal reinschauen. Ich kann Sie nicht sagen, wissen Sie was? Bei Mitte der Gesellschaft heißt, so wie ich meinen Job auch verstehe, dass ich weiß, was bei 60 Quadratmeter Mieten 200 Euro im Monat mehr heißt. Wissen Sie, was ich jetzt tatsächlich interessant finde? Sie haben einen sozialdemokratischen Stadtrat, der tatsächlich sagt, das Weitergeben von Kindergewand ist absurd. Und wenn Sie, wenn Sie über die Mitte der Gesellschaft sprechen, dann sprechen Sie redlich darüber, Herr Babler. Ja, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo Karl Nehammer dieselben Sätze das vierte Mal wiederholt, aber sie werden nicht wahrer dadurch. Die Mitte der Gesellschaft, das war also beiden ganz wichtig, dass Sie jeweils der Vertreter dieser Mitte der Gesellschaft sind und sich als Politiker der Mitte zu positionieren. Aber warum war denn das den beiden so wichtig, da jeweils den anderen herauszudrücken? Weil sich viele Wählerinnen und Wähler in der Mitte verorten, was aber nichts daran ändert, dass Karl Nehammer bei der Wirtschaftspolitik zum Beispiel klar rechte Standpunkte vertreten hat und Andreas Babler bei der Sozialpolitik klar linke Standpunkte. Aber Mitte klingt deutlich besser. Übrigens auch der Begriff Mittelstand wird sehr oft verwendet, denn kaum jemand nennt sich superreich, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und auch, und das ist eigentlich bedauernswert, sehr arme Menschen haben eine Scheu, ihre Armut oft zuzugeben. Dann will irgendwie jeder Mittelstand sein. Nur bei dieser Auseinandersetzung sind natürlich ÖVP und SPÖ-Kandidaten aufeinander geprallt, wie sie es jahrzehntelang gewohnt waren. Funktionäre von beiden Seiten haben politische Sozialisation erlebt und muss zunächst mal sprachlich den Schwarzen oder den Roten hauen. Nur das könnte möglicherweise auch ein Kardinalfehler gewesen sein, denn es gab einen unsichtbaren Dritten, der für beide eigentlich der Hauptgegner ist, das ist die FPÖ mit Herbert Kickl, und der konnte sich das erste Reihe fußfrei ansehen. Haben wir da bei allem, was wir da gesehen haben, jetzt wird man sehen, welche Koalitionsvarianten dann nach der Wahl möglich sind, aber war das die Diskussion zweier Koalitionspartner, die hier mit Theater Donner aufeinander losgegangen sind? Sie haben die Türe nicht ganz endgültig zugeschlagen, obwohl bei Vermögensteuern die Fantasie fehlt, wie da ein inhaltlicher Kompromiss zustande kommen soll. Aber zwischen diesen beiden Personen ist es schon schwer vorstellbar, dass wir einerseits die sehr offensive Kommunikationsform des Kanzlers, teilweise aggressiv, ich habe die Unterbrechungen angesprochen, es fielen aber auch die Begriffe, die wir gehört haben von Andreas Babler, Totengräber, woanders in der Diskussion fiel das Wort Kasperl. Also da ist noch viel Vertrauensarbeit zu leisten, wenn die wirklich zusammenfinden können. Und insofern profitiert auch ein bisschen die FPÖ, denn Nehammer hat sich von Kickl klar abgegrenzt. Potenzielle Nachfolger, wenn er nach der Wahl nicht mehr Parteichef ist, weiß man nicht, wer das ist, ob es diese Abgrenzung gibt. Und die SPÖ hat sowieso keine andere Koalitionsvariante zur Hand als eine, in der auch die ÖVP vorkommt. Aber nach heute ist das nicht so leicht vorstellbar. Zwei, die jedenfalls auch mitregieren wollen und das auch offenkundig sagen, das waren jene Parteien, die dann danach ins Duell gegangen sind. Das war NEOS-Chefin Berthe Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler. Sind das unmittelbare Konkurrenten, wenn es um potenzielle Wählerstimmen geht? Oder geht es da in dieser Diskussion auch eher um die Mobilisierung der Kernwählerschaft? Nein, das sind tatsächlich Konkurrenten, die eine Wechselwählerschaft ansprechen. Da braucht man sich nur den Zeitverlauf der letzten beiden Nationalratswahlen ansehen. 2017, da sind ja die Grünen aus dem Nationalrat geflogen, haben die NEOS bei den Wählerwanderungen gegenüber den Grünen 30-1 gewonnen. Das heißt, für 30 Wählerinnen und Wähler, die von Grün zu Pink gewandert sind, ist nur einer in die Gegenrichtung marschiert. Das hat sich dann 2019 nicht ganz umgedreht, aber da war es ein Ergebnis von 5-1 zugunsten der
Grünen. Jetzt sind die Grünen in einer Regierung bei hoher Regierungsunzufriedenheit. Da hoffen natürlich die NEOS wieder was zurückzuholen. Die Grünen hoffen, die Verluste zu begrenzen. Thematisch ist es da unter anderem um das Thema Natur- und Umweltschutz gegangen. Und da waren sich eigentlich die beiden Parteien per se auf den ersten Blick gar nicht so uneins, wenn es darum ging, die Bodenversiegelung auf 2,5 Hektar zu begrenzen. Der vergangenen Regierung oder derzeitigen noch Regierung ist das nicht gelungen. Die Länder sind die Blockierer, das ist völlig richtig. Ich habe ja selber an dieser Raumordnungskonferenz teilgenommen, das von Lenore Gewessler schon seit 1,5 Jahren übernommen. Und ehrlicherweise spielen die falsch. Ja? Das muss man einfach klar benennen. Wie kann man das machen, indem öffentlicher Druck aufgebaut wird? Vielleicht auch gemeinsam, weil zu 90%, wenn nicht 99%, die Kompetenzen in dieser Frage bei den Bundesländern und bei den Gemeinden mit der Flächenwidmung liegen. Ich habe mich aber auch zusammengesetzt mit dem neuen Gemeindebundpräsidenten. Ich weiß nicht, warum bei Ihnen da nichts weitergegangen ist. Ein weiterer Vorschlag von uns, und das ist leider nicht passiert, war, den Druck übers Geld zu machen. Das Geld ist immer ein gutes Druckmittel und man könnte hier natürlich im Finanzausgleich sagen, also sobald es eine verbindliche Bodenschutzstrategie gibt, gibt es das volle Geld, wenn nicht, dann nicht. Bei der Bodenversiegelung war man sich also einig, dass man hier Druck aufbauen müsse. Aber haben es auch beide geschafft, die Lösungswege aufzuzeigen? Die angesprochenen Lösungswege klingen in der Theorie gut, sind aber auch ein bisschen hohle Phrase. Denn Werner Kogler hat vom öffentlichen Druckaufbau gesprochen. Es mag ja schon richtig sein, dass der Bund vergleichsweise wenig Kompetenzen hat, aber diese nur noch 3,5 Fußballfelder, die pro Tag versiegelt werden sollen in Österreich, statt derzeit 17, das hat man ja als Ziel ins Regierungsprogramm hineingeschrieben. Und im Regierungsprogramm steht nichts drinnen, damit man wie eine soziale Bewegung mit Demonstrationen auf der Straße öffentlichen Druck macht, da müssten konkrete Handlungen folgen. Umgekehrt ist es richtig, was Frau Meindl-Reisinger gesagt hat, durch das Drehen an kleinen Rädchen im Finanzausgleich können Milliarden bewegt werden und das baut natürlich auch unter Umständen Druck auf die Länder auf. Nur der Finanzausgleich, der harrt schon seit Jahrzehnten einer großen Reform, die nicht und nicht kommt. Ganz abgesehen davon, ich habe selbst einmal bei einem Vortrag gesagt, 100 Leute in ganz Österreich verstehen den Finanzausgleich im Detail. Nachher wurde ich kritisiert, wie ich auf diese absurde hohe Zahl komme. Also das ist ein sehr kompliziertes und komplexes Thema. Kompliziert und komplex sind auch Regierungsverhandlungen. Und da im Speziellen wurde die türkis-grüne Bundesregierung kritisiert, als der sogenannte Side Letter bekannt wurde. Also ein Dokument, in dem sich die Parteien eben schon bei den Regierungsverhandlungen vor 5 Jahren ausgedehnt hatten, welche Partei welchen Posten besetzen darf. Und auch Namen waren da damals drauf zu lesen. Werner Kogler nennt diesen Side Letter heute Abend erstmals einen Fehler. Das war mit Sicherheit ein Fehler, aber es ist ja umgekehrt genau, nämlich die Arbeitsweise. Es ist natürlich schon klar, da darf man nicht naiv sein. Und wie in der konkreten Situation, was wäre denn gewesen, wenn keine Vereinbarungen getroffen worden wären? Es gibt da ganz viele Bereiche, wo die türkise ÖVP damals das da alleine durchgezogen hätte. Wir haben keine Sideletter und haben dann auch einmal uns anhören können von den Grünen, dass das ja naiv ist quasi. Und ich glaube, es war ihre grüne Abgeordnete Eva Blimlinger, die ich an sich auch schätze, aber die hat gesagt, man hat halt die Wahl zwischen einem korrupten Idioten und einem naiven Idioten. Diese Sideletter, die hier angesprochen wurden, da haben die Grünen, ebenso wie Werner Kogler auch dann danach argumentiert hat, bisher immer gesagt, es war sozusagen gut, sich zu einigen, denn was wäre denn die Alternative gewesen? Aber jetzt sagt Werner Kogler, es war offenbar doch ein Fehler. Woher kommt dieser Meinungsumschwung? Es ist eine reichlich späte Erkenntnis, aber Politiker haben oft Erkenntnisse knapp vor der Wahl und mitten im Wahlkampf. Denn natürlich gibt es politische Besetzungen, die die Regierung vorzunehmen hat, wie beispielsweise wer wird EU-Kommissar, wo man sich ausmachen kann, wer von den Regierungspartnern hat ein Vorschlagsrecht, weil das ist kein Job, der öffentlich ausgeschrieben wird und wo Sie oder ich uns dann bewerben können. Nur das hätte man als § 47 11 007 ABC auch ins Regierungsprogramm öffentlich hineinschreiben können. Dann gibt es andere
Besetzungen, wie zum Beispiel auch, das ist hier im Haus passend, dem Vorsitzenden des Stiftungsrates, des Aufsichtsgremiums des ORFs. Wenn hier ist Werner Kogler argumentiert, na, da hätte die ÖVP einen Parteikader genommen, dann kann man das schon so stehen lassen als Argument. Nur es hätte ja auch ein unabhängiger Experte sein können und die Grünen haben dann einen eigenen Ex-Bundesgeschäftsführer genommen. Also da hinkt dann die Logik schon einigermaßen. Und dann gibt es Besetzungen und das kann man nirgendwo reinschreiben, weil es schlicht und einfach verboten wäre, wie zum Beispiel die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde, wo die Politik überhaupt nicht hineinzuregieren hat, sondern das ist eine Ausschreibung und die Bestqualifizierte, in diesem Fall war es eine Frau, soll den Job bekommen. Wenn wir nun ein Fazit ziehen aus diesem Duell, beide, Neos und Grüne, wollen unbedingt in der kommenden Regierung sitzen. Wer hat sich denn dafür heute besser in Stellung gebracht? Aus der heutigen Diskussion kann man da wenig ableiten. Das war ein Unentschieden. Ansonsten tun sich die Neos inhaltlich leichter mit der ÖVP. Die Grünen würden der SPÖ bei vielen Themen, beispielsweise Mietpreisbremsen oder auch Preisbeschränkungen bei Lebensmitteln, näher stehen. Sie haben nur beide das rechnische Dilemma, dass man den jeweils anderen, also ÖVP und SPÖ, auch braucht. Herr Professor Filzmaier, herzlichen Dank für Ihre Analyse. Ich bedanke mich. Und eine noch ausführlichere Analyse der Konfrontationen sehen Sie gleich nach der ZIB 2 in ORF 3 bei Rainer Reitzamer. Und damit wechseln wir das Thema. Bereits im Juni hatte die Europäische Zentralbank nach der Inflationskrise die Zinswende eingeleitet und zum ersten Mal die Leitzinsen gesenkt. Heute erfolgt ein zweiter Schritt und wieder ist es ein Schritt nach unten. Der wichtige Einlagenzinssatz wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5% gesenkt. Es ist ein Schritt, der bereits erwartet worden war, wenngleich er für Sparer wie Kreditnehmerinnen unterschiedliche Auswirkungen hat, wie Sinan Erceg und Kaspar Fink berichten. Es hat immer alles zwei Seiten und für die Geldpolitik gilt das in besonders hohem Ausmaß. Eine Zinssenkung, wie heute von der Europäischen Zentralbank beschlossen, ist prinzipiell gut für die Wirtschaft. Kredite werden billiger, in weiterer Folge wird mehr gekauft und das schiebt die Konjunktur an. Eine Zinssenkung birgt aber auch immer die Gefahr in sich, dass die Inflation angeheizt wird. Die sinkt zwar derzeit, in Österreich ist sie mit 2,4%, aber immer noch ziemlich hoch. Aber auch für jede Einzelne und jeden Einzelnen kann die Zinssenkung eine gute oder eben eine schlechte Nachricht sein. Gut, weil eben Kredite billiger werden. Schlecht, weil man für sein Erspartes weniger Zinsen bekommt. Entsprechend gemischt ist auch das Ergebnis einer kleinen Straßenumfrage. Die Kredite werden billiger, was natürlich viele Vorteile hat, weil wir sehen ja, dass viele junge Menschen jetzt sich Hausbau etc. nicht mehr leisten können. Andererseits, die Sparer haben natürlich auch nichts mehr davon. Ist klar, wenn die Kreditzinsen niedriger werden, ist auch das Sparen nicht mehr so interessant. Aber auch das könnte dann die Investitionen fördern. Warum soll ich nicht sparen? Investiere ich. Aber was genau hat die EZB heute eigentlich beschlossen? Sie senkt jeden Zinssatz, zu dem sich Banken Geld bei ihr ausleihen können, um 0,6 Prozentpunkte auf 3,65%. Und sie senkt den sogenannten Einlagezinssatz, also jenen Zinssatz, den die Banken bekommen, wenn sie Geld bei der EZB parken, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5%. Unklar ist, ob schon bald die nächste Zinssenkung kommen wird und wenn ja, in welchem Ausmaß. EZB-Präsidentin Christine Lagarde will sich hier, wie sie heute sagt, nicht festlegen. We are not pre-committing. Fast alle Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass die Zinsen weiter sinken werden, etwa der Chefanalyst der Erste Group. Wir glauben, dass in diesem Jahr vielleicht noch zwei Zinssenkungen kommen, nämlich eine im Oktober und eine im Dezember zu jeweils 0,25%. Und es kann natürlich sein, dass es im nächsten Jahr auch weitere Zinssenkungen geben wird. Das hängt aber natürlich auch von der Datenlage in der Inflation ab, aber auch natürlich von der wirtschaftlichen Entwicklung. Denn wie gesagt, in der Geldpolitik kann sich jeder Schritt positiv und negativ auswirken. Es hat eben immer alles zwei Seiten. Wir machen jetzt einen weiten Sprung nach Indonesien, konkret in dessen Hauptstadt Jakarta. Noch Hauptstadt, muss man sagen, denn die neue Hauptstadt Nusantara ist bereits in Planung. Eine neue Hauptstadt muss her, denn die Millionenmetropole Jakarta mit ihren 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern versinkt zunehmend im Meer. Was bedeutet das für die Menschen in Jakarta? Bernd Kuschu war für uns dort.
Diese Moschee an der Küste von Jakarta ist schon vor Jahren im Wasser versunken. Und trotz Schutzmauern sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Slums im Norden der Stadt immer wieder von Hochwasser geplagt. Von da ist das Wasser gekommen bei der Flut 2018, erzählen diese Frauen. Ihre Häuser sind zusammengebrochen, wurden weggeschwemmt. Im benachbarten Stadtteil erzählt eine Bewohnerin, vergangenes Jahr ist hier das Wasser aus dem Fußboden gequollen, hat die Fliesen zerstört. So groß war der Druck. Immer wieder gab es auch Tote bei Fluten. Und zugleich gibt es hier einen Mangel an Wasser, Trinkwasser und Brauchwasser. Ein Drittel von Jakarta ist nicht ans Wasserleitungsnetz angeschlossen. Die Menschen kaufen aus Tankwagen, beim Wasserkiosk oder in Kanistern von Händlern mit Schubkarren. Ein Fünftel ihres Einkommens geben sie für Wasser aus, rechnen sie und andere Frauen vor. Sicherer fühlen sich die Frauen hier, seit die Mauern teils zu Deichen, also Wallbauten, ausgebaut werden, die derzeit wirklich schützen können. Aber es sind nur vorläufige Lösungen, denn Jakarta versinkt weiter. Hier sieht man, in welch enormem Ausmaß sich der Boden in Jakarta in den letzten 50 Jahren seit 1974 gesenkt hat. Um 4,5 Meter in Nordjakarta, das ist der Bereich am nächsten zum Meer, das ist der Unterschied in Westjakarta und im Osten von Jakarta, immerhin auch mehr als 1 Meter diese Bodensenkung. In der Wasseragentur von Jakarta erklärt man uns, ein Hauptgrund für das Absinken ist das Fehlen von Wasserleitungen. Industrie und Haushalte bohren Brunnen, holen Wasser aus dem Grundwasser, dadurch senkt sich die Erde ab. Pläne für groß angelegte Lösungen gibt es seit Jahren, unterstützt von den Niederlanden, den einstigen Kolonialherren hier. There is a proposed solution which can solve two problems in one. Es gibt einen Vorschlag, der zwei Probleme auf einmal löst. Ein Deich, einen Damm im Meer zu bauen, der die Stadt vor Überflutung schützt. Und gleichzeitig entsteht dadurch ein Süßwassersee für die Wasserversorgung der Stadt. Unter dem gewählten künftigen Präsidenten bestünden nun gute Chancen, dieses Projekt anzugehen, meint der Holländer. Doch in der Wasseragentur ist man skeptisch. Wenn wir nur diese geplanten Inseln und den großen Wall bauen, ohne an die Abwasserproblematik zu denken, dann entsteht da eine riesige Faulgrube, ein gigantischer septischer See. Denn Abwasser und Müll von Jakarta landen derzeit großteils in den Flüssen und dann im Meer. Diese Probleme sind ein Mitgrund für den Bau von Nusantara, der geplanten neuen Hauptstadt, 2000 Kilometer von Jakarta entfernt. Aber dort und in der Millionenmetropole Jakarta wird es gelingen müssen, das Thema Wasser und Abwasser in den Griff zu bekommen. Selbstfahrende Taxis, die sind von chinesischen Straßen nicht mehr wegzudenken. Aber wie verlässlich sind sie tatsächlich? Mehr dazu gleich nach weiteren Meldungen des Tages. Das Innenministerium hat bei mehreren Razzien zahlreiche Wohnungen und Gefängniszellen durchsucht. Insgesamt 71 Personen standen im Fokus des Verfassungsschutzes. Gegen 5 Beschuldigte aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg wird ermittelt. Unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder der Aufforderung zu terroristischen Straftaten. Vorerst keine Einigung gibt es zwischen der ÖVP und den Grünen bei der Sicherstellung von Handys. Angestrebt werde weiterhin eine fristgerechte Neuregelung bis 1. Jänner, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die ÖVP pocht auf eine Trennung bei der Aufbereitung und Auswertung der Daten. Die Grünen sagen, die ÖVP sei bereit, alles zu tun, damit Korruptionschats geheim bleiben. Corona-Tests sind ab Oktober für Risikopatientinnen und Patienten gratis. Darauf haben sich Sozialversicherung und Ärztekammer geeinigt. Die kostenfreien Tests sollen eine Entscheidungshilfe sein, ob man bei einem positiven Ergebnis das Medikament Paxlovid nehmen möchte. UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich nach dem Angriff der israelischen Armee auf eine UNO-Einrichtung im Gazastreifen bestürzt. Ist total unacceptable. Dabei sind 18 Menschen ums Leben gekommen. Laut israelischem Militär hatte die Hamas in dem ehemaligen Schulgebäude ein Kommandozentrum untergebracht.
Der Maler Jürgen Messensee ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Wiener galt als künstlerischer Einzelgänger und ließ sich nie eindeutig einer künstlerischen Stilrichtung zuschreiben. Er wurde von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek geschätzt. Seine Bildkreationen zwischen Figuration und Abstraktion verstand er als Werkzeug zum Erkenntnisgewinn. In China gehört das Fahren mit einem fahrerlosen Robotertaxi in vielen Städten bereits zum Alltag. In Peking beispielsweise kann man bereits in ausgewählten verkehrsarmen Gebieten ein Taxi ohne Fahrer bestellen. Doch nicht überall sind die selbstfahrenden Taxis beliebt. Immer wieder gibt es Berichte über Robotertaxis, die mitten auf der Straße stehen bleiben oder sogar Unfälle verursachen. Unser China-Korrespondent Josef Dollinger nimmt uns mit auf eine Fahrt im Robotertaxi. Man muss sich in eher trostlose Randbezirke Pekings begeben, um ein fahrerloses Robotertaxi zu testen. Hier in Yichuan reagiert die App auf meine Bestellung. Taxi kommt gleich, heißt es. Na, das fängt ja schon gut an. Das Taxi bestimmt, wo es stehen bleibt. Ich muss ihm nachlaufen. Hoffentlich kann es besser fahren als sehen. An Chuan Dai, anschnallen, sonst rührt sich das Ding nicht vom Fleck. So, da muss man seine Telefonnummer eingeben, beziehungsweise die letzten 4 Ziffern der Telefonnummer. Und schon geht's los. Fahrerlos durch Chinas Hauptstadt. Das Tempolimit hier beträgt 50 km/h und das Auto fährt genau 50 km/h. Also nicht 51 km/h und auch nicht 49 km/h. Allein daran merkt man schon, dass hier kein Mensch am Werk ist. Auf dem Bildschirm hier kann man sehen, was der Roboter alles sieht. Rechts 2 Radfahrer an dieser Kreuzung und tatsächlich, es gibt sie wirklich. Nach etwa 3 Kilometern ist die Fahrt mit dem fahrerlosen Taxi zu Ende. Verabschieden muss man sich nicht, bezahlt wird elektronisch über die App. Also diese Fahrt hat jetzt ungefähr 6 Kuai gekostet, umgerechnet nicht einmal 1 Euro für etwa 5 Minuten Fahrt. Berichtet Josef Dollinger. Und wir schauen uns jetzt noch an, wie es mit dem Regen in Österreich in den kommenden Tagen weitergeht. Hier sind die Aussichten. Das momentan wetterbestimmende Italien-Tief zieht morgen nach Ungarn. Damit verlagert sich auch der Regenschwerpunkt vom Süden mehr in den Osten Österreichs und an die alte Nordseite. Von Salzburg ostwärts regnet es morgen teilweise ergiebig. Im Gebirge bleibt es winterlich. Im Süden wird der Regen immer seltener. Es bleibt kalt und windig. Am Wochenende sind im Norden und Osten weiterhin große Regenmengen möglich, sonst klingt der Regen langsam ab, am Sonntag lockert es im Westen und Süden auf. Es bleibt sehr windig und kalt. Von allen, die wir drei seit dabei sind, darf ich mich jetzt verabschieden. Einen schönen Abend noch aus Wien. Und hier in ORF 2 folgt jetzt, wie gewohnt, Eko mit Dieter Bornemann. Ja, bei uns geht es heute um die wichtigsten Wirtschaftsthemen im Wahlkampf. Muss die neue Regierung gleich einmal ein Sparpaket beschließen, auch wenn die Parteien jetzt anderes versprechen? Was würde eine Vermögenssteuer wirklich bringen und vor allem, wer soll sie bezahlen? Kann auf der anderen Seite bei der Mindestsicherung wirklich viel eingespart werden, so wie jetzt gefordert? Und was ist mit dem großen Budgetposten Pensionen? Das alles zeigen wir gleich nach der ZIB 2 in einem Eko-Spezial. Viele Geldfragen, die beantwortet werden. Danke, Dieter. Wir sind damit am Ende der ZIB 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.